Hey Leute, was geht? Mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal PaddyStarTV. Ja, heute geht's weiter mit Madden NFL 15 und der Spielerkarriere von Johnny Manziel. Und wir sind mittlerweile in Saisonspiel Nummer 3 gegen die Baltimore Ravens, wieder einem Divisionskonkurrenten hier. Und wir sehen es da, die Ravens haben auch die ersten zwei Saisonspiele gewinnen können. Also jetzt hier wird's richtig interessant in dieser Folge. Wir gucken vor dem wichtigen Spiel mal in unsere XP-Punkte hier rein. Und hier sehen wir, hier haben wir auf jeden Fall 6000 Punkte zur Verfügung, die wir hier ausgeben können aktuell. Und also ganz oben rechts steht im Moment 5900 Punkte habe ich. Und jetzt gucken wir mal hier, wo wir die denn hier einbringen können. Also wir sehen, die Kurzpassgenauigkeit ist bei 87. Die mittlere Genauigkeit nur bei 75 und die tiefe Passgenauigkeit auch bei 82. Also fehlt sie hier an der mittleren ein bisschen. Haben wir auch gesehen, bei den mittleren Pässen ist er ein bisschen off-target manchmal. Dann haben wir die Awareness. Ist die Football-Intelligenz so, um gut in jeder Situation zu reagieren? Ich denke, wir müssen hier erstmal wirklich auf die mittlere Passgenauigkeit gehen. Die Power ist gut, ja gut, Play-Action-Spielzüge sind noch nicht gut ausgeführt. Also ich denke, wir gucken mal hier und füllen mal hier auf 80 erstmal auf. Jetzt haben wir immer noch 3200, da können wir sogar nochmal auf 82 gehen. Und dann machen wir hier den Rest nochmal mit Play-Action voll. Da, so, jetzt sieht es auch schon besser aus hier, 82, 82, 87. Da haben wir doch gleich mal viel rausgeholt in den ersten Saisonspielen, würde ich sagen. Und dann geht es jetzt hier gleich in das Spiel gegen die Ravens. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall äußerst interessant, würde ich sagen. Wie das Spiel jetzt am Ende ausgeht, das ist schon mal gleich richtungsweisend. Ich weiß, wir sind erst in Saisonspiel Nummer 3. Aber wenn wir schon einmal die Steelers geschlagen haben und einmal die Ravens geschlagen haben, dann können wir im direkten Vergleich gegen beide Teams schon mal nicht mehr verlieren. Und das ist doch in so einer Division wie der AFC North dann vielleicht am Ende mitentscheidend, ob es dann Richtung Playoffs geht oder eben nicht. Und ich bin schon mal auf jeden Fall guter Dinge, ja, dass es eine gute Saison werden wird. Wir haben jetzt die ersten beiden Saisonspiele hinter uns gebracht und auch wenn es im letzten dann gegen Ende knapp war, konnten wir da doch den Sieg gegen die Saints mitnehmen. Und ja, wenn es so weitergeht, dann ist es auf jeden Fall sehr gut. Ja, hier sehen wir unseren Tight End mit 9 Receptions diese Saison. Noch kein Touchdown, längste 22 Yards. Und auf der anderen Seite Dennis Pitta. Er hat 8 Receptions. Also ganz nah beieinander, die beiden Jungs. Gar nicht geguckt, wo wir spielen. Sieht nach Baltimore aus. Nee, Quatsch, wir sind bei den Browns. War jetzt 50-50 Chance zu raten. Ich habe es ehrlich gesagt nicht erkannt, ich wollte einfach... Wenn es jetzt Baltimore gewesen wäre, hätte sie mir geglaubt, würde ich sagen. Schade. Jetzt bin ich damit auch durch, würde ich sagen. Ja, Jim Nance und Jim... Ja, die beiden Kommentatoren. Jim Nance, Phil Simms, so rum. Ja. Hier sehen wir John Harbaugh, 5-mal in den Playoffs. So, die Browns sind gepusht, die Ravens sind bereit. Wir kriegen nochmal unsere letzten Instruktionen hier von unserem Coach. Und irgendwie starten wir hier mit jedem Spiel am Ball. Aber gut. Dann, was macht der Tucker? Wo schickt er uns hin? An die 20, aber wahrscheinlich ein Touchback. Auf First Down. Würde ich sagen, testen wir erstmal wieder die Run-Defense der Ravens, die natürlich von Natur aus schon Bombe ist eigentlich. Ja, da war... Oh, Tate ist jetzt wieder dabei. Der war aber anscheinend verletzt. Jetzt ist Ben Tate wieder am Start und kriegt in seinem ersten Run schon mal keinen Meter. So, hier soll es auf die Slant Route von Gordon geworfen werden. Ja, der war schon mal nicht schlecht, der Pass für 8. So, dann gucken wir mal, ob Ben Tate denn durch die Mitte jetzt kann. Wäre natürlich wichtig, jetzt hier gleich einen First Down rauszuholen.
Ben Tate mit einem Run durch die Mitte. Oder, ja. Oh, ich habe schon Angst gehabt, der hätte da links, war die Lücke offen. Da hätte ein Panzer durchgepasst. Er entscheidet sich für die Lücke rechts. Und für das eine Yard reicht es zum Glück. So haben wir das erste First Down geholt. Wieder beruhigt und sicher hier. Keine Faxen gemacht. Machen wir mal ganz links Austin auf eine Outroute. Wenn es Man-Coverage ist, könnte das gehen. Jawoll! Und dann Manziel diesmal mit einem guten Pass. Das könnte die Deep Pass Accuracy sein. Vielleicht hätte er den im letzten Spiel noch überworfen. Diesmal habe ich die Man-Coverage vorher erkannt. Und dann so eine Outroute, wenn sie gut geworfen ist, ist dann auf jeden Fall nicht schlecht. Und so haben wir schon mal einen Easy First Down herausgeholt. Wir bleiben natürlich hier auch unserem Run treu. Damit die Defense auch immer den Run mit verteidigen muss. Sehr wichtig, da eine gewisse Balance auf jeden Fall zu finden. Dass man nicht anfängt, nur zu passen oder nur zu laufen. Deswegen beim 2. und 7 laufen wir jetzt auch einfach mal noch. Einfach, weil wir eben am 2. Versuch gepasst haben. Einfach mal den Ball an Tate geben und gucken, was passiert. Jetzt haben wir nämlich 3. und 2. Und jetzt weiß die Defense nicht, was sie verteidigen soll. Jetzt können wir passen und laufen. Wir haben die Optionen. Wir haben beide Optionen hier. Und ich tendiere ja eher zum Lauf. 2 Yards. Denke, könnte klappen hier. Wir machen es jetzt einfach mal. Nummer sicher hier vielleicht. Und außen, jawoll. Fumble! Und der Fumble ist bei uns. Ach, Gottes Willen. Gottes Willen, echt. Was macht er denn? Aber geile Fumble Recovery war es, Cameron. Aber er war eh am Boden, würde ich sagen. Selbst wenn wir den nicht recovered hätten, Ben Tate müsste. War der am Boden? Na, ist im Endeffekt auch egal, weil es ja kein Turnover war. Also ist mir dann auch recht, solange wir den recovered haben. Gucken wir mal, ob wir hier, obwohl die sind in Dime Coverage, ich versuch's mal mit einem Draw durch die Mitte. Manchmal klappt es hier. Ja, sehr schön. Also, da haben wir ein paar Yards gemacht. Vier Yards. Oh, jetzt gucken wir mal. Nehmen wir mal einen weiteren Run. Also, wir etablieren hier auf jeden Fall den Lauf im ersten Viertel. Also, da mussten wir bisher noch nicht viel machen mit Manziel, außer einen guten Pass. Und bisher lassen wir die Uhr hier auch gut laufen. Aber soll uns erstmal nicht stören. Wir kommen vorwärts. Oh, jetzt ist er close. Aber müsste gereicht haben, oder Lewis? No, 4th and inches. Oh, jetzt haben wir eine Entscheidung zu treffen. Also bei Inches hier, ich will. Ich hab Bock jetzt hier die Inches noch zu machen. In der 30-Yard-Linie kann man auf jeden Fall mal 4. und Inches ausspielen. Das ist ja wirklich Mikrometer da vorne. Da muss er jetzt durch hier. Jawohl. Oh, das haben wir gemacht. Oh, jetzt habe ich eine No-Huddle-Offense genommen. Das wollte ich überhaupt nicht. Ach nee, Spiken habe ich genommen. Egal, ich lasse einfach, ich habe da eigentlich Kreis gedrückt und wollte die Videosequenz wegdrücken. Und jetzt rennt er an die Linie und will den Ball spiken. Und dann lasse ich einfach die Uhr runterlaufen hier. War jetzt ein bisschen blöd von mir. Mit guten Pässen eigentlich gestartet und dann ging es eigentlich komplett über Tate und dem Laufspielzug. Lewis ist dann ab und zu mal eingegriffen. Aber wichtige Meter haben wir da gemacht. So, jetzt muss ich erstmal wieder in die Coach Suggestion hier reingehen. Jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Vertical Shake hier vielleicht. Sieht sogar vielleicht nach Man Coverage aus. Ich versuche da nochmal vielleicht auch eine Outroute auf Austin, linke Seite, die ja eben schon mal geklappt hat.
Jawohl, die klappt auch wieder und er kommt dann auch mal weiter. Sauber, wieder ein guter Pass von Manziel an die Seitenlinie. Wieder die Man-Coverage hier von den Ravens. Und Austin hat da wieder Raum und kriegt da wirklich noch die Kurve. Richtig, richtig gut gemacht da vom Wide Receiver. Und wenn Ben Tate jetzt alles richtig macht, dann verbuchen wir hier unseren ersten Touchdown, würde ich sagen. Erstmal den... switchen wir mal lieber über die rechte Seite. Oh ja! Nein, er geht an der 1 zu Boden. Da wird er zuerst nach hinten gedrängt, und bleibt aber auf den Beinen und jumpt dann nach vorne. Goal-Line-Formation. Versuchen wir einfach den normalen Dive. Und beim Second and Goal von der 1 müsste das doch reichen. Nein, wieder nicht. Fullback-Dive vielleicht. So, jetzt komm, unser Fullback, mach was. Jawohl, Touchdown, geht doch. 7:0 Führung gegen die Ravens. Jawohl, unser Fullback geht da in die Endzone. Und jetzt sollten wir den Extra-Point noch machen. Und die Ravens, die kriegen nichts, machen nichts. Richtig, richtig gut. Wir übernehmen an der 32. So, nachdem ich da fast gesackt worden wäre, habe ich dann doch mal schnell noch den kurzen Pass da rausgehauen. Ich habe da irgendwie auf meinen anderen Receiver gewartet, der mir da angezeigt wurde in der roten Route. Aber ja, dann doch lieber hier. Unser Tight End wartet wie Hulk. Und nachdem ich da zack den ersten Hit kassiere. So, jetzt gucken wir mal hier, was Cameron hier macht. Jawohl. Ja, es war irgendwie keiner bei ihm und Manziel ist 5 für 5 hier. So, Slant Route callen wir mal. Selber Read wie immer. Gordon und Hawkins auf der Seite und dann gucken wir mal. Oh, der wird, glaube ich, hart genommen. Incomplete, jawohl, harter Hit von den Ravens. Oh, ich denke, dann versuchen wir einfach mal einen Screen. Obwohl, das sieht hart nach Man-Coverage wieder aus. Wenn es Man-Coverage ist, dann schicke ich mal Hawkins hier noch aus dem linken Slot auf eine Slant. Wenn der in Man-Coverage ist, werfe ich den Screen nicht, sondern Spiel auf Hawkins. Ja, der ist trotzdem... Ach Gott! Was ein Mist-Throw von Manziel. Also habt ihr gesehen, wo Hawkins da war? Der war nach dem Snap komplett frei. Und er wirft ihn hier bald in die Hände vom Linebacker. Es war kein Man-Coverage, aber der Blitz kam halt genau vom Cornerback, der da Hawkins denken sollte. Oh, jetzt wird's kompliziert. 3. und 10. Darauf war ich nicht vorbereitet. Vielleicht mal hier jetzt einen langen Versuch. Cameron oder Hawkins durch die Mitte. Wäre vielleicht mal interessant zu sehen, ob da was geht. Oh, super Pass da. Super Pass auf Cameron. Beim Two-Minute-Warning. Schade, dass wir da keine Wiederholung sehen. Da war er nach dem Snap frei und dann kriegt ihn Manziel punktgenau geworfen und Cameron macht aber auch einen richtig guten Catch. Schade, dass wir das nicht nochmal in der Wiederholung gesehen haben. So, jetzt mal gucken, Austin hier auf seiner Route, was da so geht. Ja, da war viel Raum auf jeden Fall. Und sieht doch bisher nach einer guten ersten Hälfte aus. Aber hier auf jeden Fall noch 3 Punkte mitnehmen. Dann bin ich mehr als zufrieden, würde ich sagen.
So, schön auf die rechte Seite und da ist der Touchdown. Da war Austin in Man Coverage gegen den Blitz und ich krieg den Pass da raus. Er aus seiner Curl Route macht den Catch, macht den Turnaround, bewegt sich Richtung Endzone und die Cleveland Browns feiern. Sauber. Da, zack, er bleibt stehen, dreht sich um und dann kommt der Verteidiger. Richtig, richtig nice gemacht von Austin an der Stelle. Da hätte man sogar noch über Strafe nachdenken können. Da macht er den Hit, obwohl er schon lange in der Endzone war. Soll uns jetzt nicht stören. Wir sind in dem wichtigen Spiel 14:0 vorne und kriegen sogar noch eine Chance hier im zweiten Viertel. Versuchen wir nochmal so ein 4 Verticals. Oh, ziemlich viele hier in der Line. Mal gucken, um rechte Seite Burleson und Hawkins, was da geht. Ach Gott, diesmal werde ich aber komplett da auseinandergenommen von der Defense. Da habe ich viel zu lange gewartet. Und dann werde ich da gesackt. Gut, dann machen wir jetzt auch keine Faxen mehr in Halbzeit 1. Lassen wir hier noch die Uhr laufen. Callen einen Runplay und dann sollte es das bald gewesen sein. Und dann sind wir hier 14:0 in Führung. Das ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gut hier in dem Spiel. Dass unsere Defense rausholt, ist auf jeden Fall richtig krass. Oh, der Run war nicht so doll. Ach, jetzt nehmen die echt noch ein Timeout. Wollen nochmal den Ball wieder, so wie es aussieht. Versuchen wir es mal mit einem Counter-Run. Immer noch ein paar Sekunden von der Uhr, mindestens 2-3. Ja, und jetzt sind wir, kriegen wir noch den Punt. Und dann sollte es ausreichen, um in die Halbzeit zu gehen. Wenn er den jetzt lang und weit ins Aus kickt, dann sollten die 3 Sekunden da nämlich ablaufen. Er kickt den nicht ins Aus, okay. Er nimmt aber den Fair Catch, also total egal, was hier noch passiert. Und Jacoby Jones kann da keinen Return mehr machen. Wir simulieren weiter und die Baltimore Ravens kriegen weiterhin keine Punkte zustande. Also wir spielen hier wirklich nicht auf sehr leicht. Das ist der zweithöchste Schwierigkeitsgrad, in dem auch Online-Matches stattfinden. All-Star. Ben Tate jetzt mit einem schönen Run hier. Wir müssen jetzt einfach nur weiter hier die Uhr laufen lassen. Solange wir hier gut vorwärts kommen auf dem... Okay, das war alles aber bestimmt nicht gut vorwärts. Ich dachte, ihr wollt gerade noch sagen, solange wir hier gut auf dem Boden vorwärts kommen, gibt es hier keinen Grund, vom Run wegzugehen. Ich versuche jetzt trotzdem nochmal ein. Einfach um... Obwohl, das sieht schon... Ich kann doch da nicht durch die Mitte laufen, vielleicht. Ach Gott, jetzt habe ich die Uhrzeit komplett, die Play Clock aus den Augen verloren. Delay of Game. Naja, dann wurde da auf jeden Fall meine Entscheidung jetzt schon mal vom Schiedsrichter entschieden, dass ich da nicht durch die Mitte laufe. So, wenn es ein Man-Blitz oder Man-Coverage ist, sollte Cameron frei sein. Ansonsten Austin und Gordon, wenn die sich kreuzen in der Mitte. Keine Man-Coverage. Oh Gott, mit kreuzen meinte ich nicht aneinander hängen bleiben. Die laufen aufeinander zu und laufen gegeneinander. Natürlich, naja, wir haben eindeutig mehr Plays als die Ravens. 27 Plays auf unserer Seite, die haben es gerade mal auf 9 gebracht. So, 3. und 11. Schwierig, schwierig. Ich versuche trotzdem hier sicher über Cameron zu spielen. Ach Gott, wo kommt er denn her? Er bettet den Pass da runter. Incomplete. Und dann müssen wir jetzt hier doch punten. Gute Verteidigung jetzt hier der Ravens. Mit der blöden Delay of Game Strafe. Die Audible hier nochmal rum. Nicht, dass wir hier den Punt geblockt kriegen. So, dann steht da Jacoby Jones alleine, aber fliegt er ins Aus? Ist er ins Aus gegangen? Jawohl, an der 3-Yard-Linie.
Richtig, richtig guter Panther an der Stelle. So puntet man. Sauber. Jetzt simmen wir mal. Mal gucken, was passiert. Wieder kein Score. Sauber, Jungs. Sauber. Wieder gestoppt an der 35. Was meine Defense hier macht. Deswegen erstmal in der Offensiv jetzt auch kein Risiko gehen. Tate zwar nur mit 38 Yards. Aber wir sind jetzt im letzten Viertel, haben die 14-0 Führung hier. Also warum sollen wir jetzt großartig von unserem Plan zu laufen abweichen? Wir führen 14 Punkte. Und bisher steht unsere Defense ja Bombe. Oh, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke. Jetzt fumble ihn nicht und du hast einen First Down und wir haben die nächste Zeit hier gut gemacht. Oh, wir sehen, nächste Woche haben wir sogar eine Bye Week, also eine Woche ohne Spiel. Das heißt, nächste Woche können die Leute sich auch noch ausruhen hier. So, dann gibt es einen Screen und da ist jede Menge Platz für meinen Running Back. Jede Menge Platz über außen. Sauber, und jetzt sind wir hier in Field Goal Range. Und ich glaube, das sollte die Vorentscheidung sein. Wenn wir jetzt hier zumindest das Field Goal mitnehmen können, dann bin ich davon überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Da kann nicht mehr so viel passieren, bloß nicht fummeln. Oh, da kommt er schön durch und nächstes First Down. Jetzt dreht Ben Tate hier auf, findet die Lücke erneut. Zack, zack, tanzt er sich durch, duckt sich weg und holt uns da das nächste First Down. Richtig klasse. Oh, erstmal durch die Mitte hier. Oh, callen wir doch nochmal einen Pass. So, die Seite ist frei. Sehr gut, jetzt fehlt Dritter und Eins. Da müssen wir eigentlich fast laufen. Ich will jetzt hier... Oh, da ist noch ein Dive. Ich will hier nicht passen. Warum irgendwie auch? Oh, da geht er... Fumble Touchdown. Oh, warum geht er denn da nicht zu Boden, ey? Da fummelt er ihn in die Endzone, oder was? Da, zack, zack, alle greifen daneben und irgendwo ist der Ball, ich sehe ihn nicht. Oh, irgendeiner in der Endzone hebt ihn auf. Halleluja, gut, das sollte der Sieg sein. Ein bisschen Slapstick war dabei, jetzt machen die Ravens hier auch nochmal Dampf. Aber hier Mist Onside-Kick, so wie es aussieht. Wir machen einen Play-Action-Versuch. Der gelingt auch. Oh, jetzt fummelt der Nächste. Leck mich da am Arsch. So, Johnny Manziel muss tackeln. Johnny Manziel tackelt. Touchdown saving tackle von Johnny Football Manziel. Richtig stark, dass er hier tackelt. Nach diesem unnötigen Fumble hier. Der war da wahrscheinlich wieder am Boden. Aber das konnten wir in der Situation natürlich nicht wissen. Dann gibt es da die Fumble Recovery, dann ist der Weg frei. Und dann gibt es den Touchdown Saving Tackle von Johnny Manziel. Jetzt gibt es den Booth Review, ob er wirklich am Boden war. Schwierig zu sagen, ob er da am Boden war. Den Arsch liegt da auf. Ich glaube, der war nicht am Boden. Ich glaube, das war wirklich ein Fumble, weil er auf dem Bein liegt. The runner will be down before the fumble occurs. Ruling on a field reversed? Okay, also weiß nicht. Ich glaube,
Naja, ich dachte, der war mit dem Arsch, lag der auf dem Bein vom Gegenspieler. Trotzdem, der Tackle von Johnny Manziel in dieser Situation gibt auf jeden Fall einen richtigen Boost, würde ich sagen. Den muss man erstmal machen gegen den Linebacker oder wer es da war. Also, er tut hier auf jeden Fall alles, um seinen schlechten Ruf wettzumachen. Und in den ersten Saisonspielen hat das schon ziemlich gut geklappt. So, die Ravens bekommen jetzt zwar nochmal den Ball, aber warum soll ich den vierten Versuch denn jetzt hier ausspielen? Eigentlich will ich hier punten. Zwar, wenn ich den ausspiele und den vierten Versuch schaffe, habe ich das Spiel automatisch gewonnen. Aber bei 14 Punkte Führung sehe ich da jetzt keine Veranlassung, da jetzt so ein Risiko zu gehen zu wollen. Einfach hier schön punten, da an die Außenlinie. Und jetzt soll die Baltimore Ravens doch was draus machen, oder? Wir simmen. Sim, sim, sim. Und Exit Sim 21-7 Sieg. Jawohl, Saisonspiel Nummer 3 geht an die Cleveland Browns. Erneut Johnny Manziel mit einer herausragenden Leistung. Sehr konstant. Unser Running Back Ben Tate, der nach Verletzung zurück ist, auch ziemlich gut. Am Anfang schwer getan, am Ende wichtige Meter gemacht. Und mein Highlight auf jeden Fall noch der, ja, nicht mehr ganz Touchdown-Saving-Tackle, weil der Fumble zurückgenommen wurde. Ja, war ein schöner Pass, ein Pass. Hier noch ein Run von Tate. Gucken, was wir hier noch für Highlights sehen. Das war der Touchdown von unserem Fullback. Hier der da war der Fumble nochmal in der Endzone und dann nimmt der andere ihn auf irgendwie. Und das hier war der Touchdown-Pass auf Austin mit dem Late-Hitter. So, hier sehen wir es, Johnny Manziel, 80% Completion, 131er Rating, 12 von 15 Pässen an den Mann gebracht. Hier sehen wir es, Jojo Flacco hat hier viel mehr Yards, aber irgendwie kam am Ende nicht so viel dabei raus. 17-21 Sieg, mich freut's, ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal, euer Paddy für PaddyStarTV.